Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak gefährdet den Bestand der slowakischen Regierung. Einer der Koalitionspartner fordert vorgezogene Neuwahlen. Béla Buga, der Vorsitzende von Most Híd, droht sonst mit einem Rückzug aus der Regierung. Der Parteirat hat die Führung damit beauftragt, über die Möglichkeit vorgezogener Parlamentswahlen zu verhandeln. Scheitert diese Diskussion, wird Most Híd die Regierung verlassen. Das politische System in der Slowakei wird seit längerem durch eine Korruptionsaffäre erschüttert. Der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte waren vor 2 Wochen ermordet in ihrem Haus gefunden worden. Als mögliches Motiv für die Tat gelten Kuciaks Recherchen gegen einen Unternehmer. Dieser Unternehmer soll in Kontakt mit dem ehemaligen Innenminister Robert Kalinak stehen. Der Politiker gab gestern seinen Rücktritt bekannt. Vergangene Woche hatten die slowakischen Bürger den Rücktritt der gesamten Regierung gefordert. Es waren die größten Demonstrationen seit fast 30 Jahren.